Ihr habt ein Unternehmen und seid noch nicht im Transparenzregister eingetragen oder wisst noch nicht mal, was das Transparenzregister ist, dann solltet ihr heute im Video dranbleiben. Wir erklären euch alle wichtigen Details und Informationen. Was ist das Transparenzregister? Das Transparenzregister ist ein Register, das im Jahr 2017 zur Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche eingeführt wurde und zunächst nur als ein sogenanntes Auffangregister, also nur für Fälle, die nicht bereits ohnehin in anderen Registern, also zum Beispiel dem Handelsregister eingetragen waren, die Daten der sogenannten wirtschaftlich Berechtigten erfassen soll, um so die größtmögliche Transparenz zu gewährleisten. Mit einer Gesetzesänderung, die zum 1. August 2021 bereits wirksam wurde, ist das Transparenzregister nun deutlich verschärft worden und ist für sehr viele Firmen, nahezu alle Kapitalgesellschaften und auch Personengesellschaften relevant. Und bereits zum 30.06. laufen die nächsten Fristen aus. Deswegen ist es für die meisten Firmen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, nun höchste Zeit zu handeln. Wer muss sich in das Transparenzregister eintragen lassen? Alle juristischen Personen des Privatrechts und nahezu alle Personengesellschaften müssen sich in das Transparenzregister eintragen lassen. Aber was bedeutet jetzt diese sperrige Formulierung ganz konkret für eure Unternehmensform, für die jeweiligen Unternehmensformen der Gesellschaften? Es gibt für die Eintragung im Transparenzregister drei wesentliche Fristen, die ihr euch merken müsst. Das ist einmal der 31. März 2022. Bis dorthin müssen sämtliche Aktiengesellschaften, sämtliche SEs oder auch Kommanditgesellschaften auf Aktien, also eine KGaA, im Transparenzregister eingetragen sein. Der sehr viel größere Anteil der Gesellschaften, insbesondere die Kapitalgesellschaften, also eine GmbH, eine UG oder auch eine Partnerschaftsgesellschaft, müssen bis zum 30.06.2022 die Eintragung ihres wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister vorgenommen haben. Die weiteren Gesellschaften, wie zum Beispiel eine GmbH und Co. KG, eine KG, eine offene Handelsgesellschaft, müssen anschließend bis zum 31.12. des Jahres 2022, also bis zum Jahresende, ihren wirtschaftlich Berechtigten im Transparenzregister eintragen lassen. Die nächste relevante Frage für die Eintragung im Transparenzregister ist, wer oder was ist ein wirtschaftlich Berechtigter? Ein wirtschaftlich Berechtigter einer Personen- oder Kapitalgesellschaft kann grundsätzlich immer nur eine natürliche Person sein. Das heißt, wir schauen auch bei komplexeren Beteiligungsketten immer bis ganz an das Ende zu den jeweiligen Gesellschaften und versuchen dort einen wirtschaftlich Berechtigten oder auch mehrere wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln. Sollte es einmal keinen wirtschaftlich Berechtigten in einer Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft geben, dann gibt es immer einen sogenannten fiktiven wirtschaftlich Berechtigten. Das könnte zum Beispiel ein Geschäftsführer sein. Für die Frage, wer ist nun wirtschaftlich Berechtigter, wird entweder auf die Kapitalanteile, auf die Stimmrechte oder auf andere Möglichkeiten zur Ausübung der Beherrschung und Kontrolle auf Ebene der Gesellschaft abgestellt. Das heißt, ihr seid immer nur wirtschaftlich berechtigt, wenn ihr im konkreten Fall mehr als 25% der Stimmrechte oder Kapitalanteile an einer Gesellschaft oder Personengesellschaft haltet oder wenn ihr auf andere Art und Weise die Geschicke der Gesellschaft bestimmen könnt und eben dort Kontrolle ausüben könnt. Falls ihr eine komplexere Unternehmensstruktur habt und zum Beispiel auch eine mittelbare Beteiligung in Frage kommt und zu prüfen ist, dann wird diese mittelbare Beteiligung nur mitgezählt, wenn ihr an dieser zwischengeschalteten Gesellschaft mehr als 50% der Anteile oder Stimmrechte haltet und somit direkt die Kontrolle über diese Gesellschaft ausüben könnt. Nur dann wird euch eben diese mittelbare Beteiligung zugerechnet und ist bei der Berücksichtigung des wirtschaftlich Berechtigten zu prüfen. Du bist dir nicht sicher, wie in deinem Unternehmen oder deiner Gesellschaft der wirtschaftlich Berechtigte zu ermitteln ist oder wie konkret die Berechnung aussieht, dann haben wir eine ganze Menge Beispiele für euch zusammengestellt und die wahrscheinlich häufigsten auftretenden Fälle in einem gesonderten Video für euch zusammengestellt. Den Link dazu findet ihr hier. Wer muss die Anmeldung im Transparenzregister denn nun vornehmen? Die Anmeldung im Transparenzregister wird von dem gesetzlichen Vertreter, also gerade bei Kapitalgesellschaften wäre das der Geschäftsführer, oder von den vertraglich bestimmten vertretungsberechtigten Personen. Das können also bei einer OHG zum Beispiel auch die Mitunternehmer selbst sein, durchgeführt werden. Bei der Meldung selbst ist für den ermittelten wirtschaftlich Berechtigten oder für die ermittelten wirtschaftlich Berechtigten der Vorname, der Zuname sowie das Geburtsdatum,
ein aktueller Wohnort, nicht jedoch die Straße und Hausnummer, sowie alle Staatsangehörigkeiten. Das heißt, wenn der wirtschaftlich Berechtigte über mehrere Staatsangehörigkeiten verfügt, sind dort mehrere, also wirklich alle, zu melden. Die nächste spannende Frage ist, was passiert denn, wenn ich die Meldung im Transparenzregister nicht oder nicht rechtzeitig vornehme? Die Meldung im Transparenzregister resultiert ja ursprünglich aus Gesetzen aus der Terrorismusfinanzierung und dem Geldwäschegesetz. Und vor diesem Hintergrund sind auch die gewählten Bußgelder durchaus als drastisch und hoch zu bezeichnen. Wird die Meldung im Transparenzregister nicht oder verspätet erstellt, sind dabei in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren Bußgelder bis zu 100.000 Euro möglich. Bei vorsätzlichem, wiederholtem oder systematischem Nichtmelden oder Falschmelden von Daten kann dieses Bußgeld sogar bis auf 1 Million Euro ansteigen. Wie muss die Meldung zum Transparenzregister denn nun erfolgen? Die Meldung zum Transparenzregister erfolgt über die Online-Plattform des Transparenzregisters, also online. Dort ist vorab eine Registrierung notwendig und nach Abschluss der Registrierung kann dort online die Anmeldung vorgenommen werden. Wir haben uns auf diesen Sachverhalt spezialisiert und extra für euch ein gesondertes Online-Tool entwickelt, mit dem ihr diese Meldung ganz einfach mit der Angabe der für uns notwendigen Daten 3 Minuten online erledigen könnt und diese Daten ganz einfach zu uns schicken. Wir prüfen und vervollständigen die Daten, übernehmen die Anmeldung im Transparenzregister und ihr erhaltet natürlich selbstverständlich anschließend die Bestätigung, dass die Anmeldung im Transparenzregister ordentlich und fristgerecht erfolgt ist. Ich hoffe, wir haben euch heute die wichtigsten Grundzüge zum Transparenzregister nahegebracht und euch auch gezeigt, wie komplex oder zeitlich notwendig das Thema nun geworden ist und wie einfach ihr gleichzeitig die Meldung online mit uns erledigen könnt. Das heißt, solltet ihr noch weitere Fragen zum Thema haben, schreibt es uns gerne in die Kommentare, schickt uns eine Nachricht, wir kümmern uns gerne darum.